Die alte Burg- und Klosteranlage im Kurort Eubin wandelte sich am vergangenen Wochenende auf die Spuren des Mittelalters. Gaukler, Handelsleute und das gemeine Fußvolk übernahmen für 3 Tage die Burgherrschaft. Die atemberaubenden Akrobatikeinlagen am Lufttuch, eine Feuershow und die musikalische Unterhaltung mit den Spielmannsleuten sorgten für eine abwechslungsreiche Atmosphäre. Es war wieder ein Erlebniswochenende für die ganze Familie. Das 3-tägige Spektakel zog tausende Gäste aus der Oberlausitz und den Nachbarländern zur bereits 4. Auflage des Burg- und Klosterfestes an.